So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt, das Next-Gen-Update. Let's play. Wir befinden uns im wunderschönen kleinen Dörfchen Mittelhain. Hier haben wir in der letzten Folge Hannah aus den Wäldern hin fortgejagt. Eine ziemlich schwierige Nachterscheinung. Aus meiner Sicht der bisher schwierigste Bossfight, den wir hatten. Wir haben auch schon wieder etliche Schwerter. Genau. Ihr seht, die Leute sind hier gut drauf, die haben Spaß. Ich würde noch mal kurz gucken, ob ich meine Waren kurz losbekomme. Ja, das haben wir gerade gemacht. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Okay, wir verkaufen ihm mal den ganzen Plunder, den wir hier jetzt wieder gesammelt haben. Weil die Schwerter sind jetzt eh nicht so stark. Was haben wir denn hier für eins? Oh, das dürfen wir natürlich nicht abgeben. Ja, passt. Genau, welche Quests machen wir denn heute? Bis dann. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut. Es gibt einige. Grundsätzlich haben wir noch die Nebenquest mit Keira Metz. Die sollten wir auf jeden Fall heute angehen. Bin ich mal gespannt. Die Quests mit Keira sind ja eh ein bisschen umfangreicher bisher gewesen. Dann haben wir noch die lustige Witwe. Sprich mit dem Totengräber, das hört sich auch interessant an. Da wollte ich nur mal gucken. Ah, okay, die ist schon sehr weit weg, die Quest. Die ist bei Lindenthal sogar. Okay. Dann würde ich die nochmal vertagen. Alle anderen Quests sind zu schwer. Aktuell. Gut. Nee, dann. Wir haben auch noch falsche Papiere. Die Wahrheit steht in den Sternen. Das ist alles so ein bisschen östlicher in Velen. Gwynt? Gewinne Stepjans einzigartige Karte? Ich glaube, das ist sogar schon Novigrad, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das ist Novigrad. Ach, das sind mehrere Orte. Okay. Können wir auch mal gucken, wo Stepjan ist. Gwynt Quest. Ah, sogar Ochsenfurt. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir müssen ja eh nochmal nach Ochsenfurt später in der Story. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann genau. Aber das können wir dann alles da machen. Ich habe das immer so gerne, dass man in einem Gebiet erstmal bleibt. Und da sich so ein bisschen umschaut. Wir können natürlich auch diese etlichen Fragezeichen hier abklappern, aber das ist ja schon wirklich hier nicht mehr schön, wie viele Fragezeichen. Aber man muss sagen, so von den Anschlagbrettern haben wir in Velen eigentlich nur noch das hier unten und das hier. Ansonsten, das hier oben ist schon alles Novigrad und Peripherie. Das hier ist Hearts of Stone Gebiet und das hier ist eben Ochsenfurt. Sieht ziemlich gut aus. Ne, dann gehen wir zu Keira. Genug geredet, lange Rede, kein Sinn. Wo haben wir sie denn? Eine Einladung von Keira Metz. Ja, ist ja hier auch um die Ecke. Bei Mittelhain, von daher. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Ruf für dich. Schauen wir mal vorbei. Schade, dass Keira keinen Schnellreisepunkt vor der Tür hat. Das wäre doch ziemlich praktisch. Also. Und hier kriegen wir sicherlich auch wieder ein paar, jawohl, Pflanzen. Ich weiß nicht, ob es so besonders interessant sind für unsere Alchemie. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Aber. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll, oder? Keira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten?
Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Und die zwei Sachen haben wir sie schon gefragt. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind, hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen.
Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Okay. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand. Gut, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Ich will sie trotzdem noch mal fragen. Gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ich würde gerne noch mal was abkaufen, vor allem. Dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Was hatten die alles? Oh, die hat vor allem viele Manuskripte. Ja, gut für die Runensteine. Hm. Okay. Ah. Das ist aber teuer. Nordwind ist extrem teuer, aber ich werde es kaufen. Die hat halt vor allem viele Runen. Interessant. Gut, und hier noch ein paar Sachen. Gut. Dann frage ich sie nochmal. Dieser Magier von der Insel. Erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magie-Experten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Bis bald, Kehra. Also, auf zur Reuseninsel. Ich bin ja mal gespannt, wo die ist. Wir können jetzt anscheinend auch bei Kehra regelmäßig was kaufen. Wo müssen wir denn da hin? Ah, hier ist doch schon ein Boot. Einfach hier nach rechts. Irgendwo hier am Wasser entlang. Und das sieht auch interessant aus. Ah, da sehe ich doch ein Segel. Oh, da sehe ich auch ein paar Ertrunkene. Das ist natürlich nicht die schönste Überraschung. Ah. Also manchmal mit den Zeichen. Das funktioniert noch nicht ganz so. Die Segeln waren hier lang. Das Boot steht nämlich ein bisschen... Ja, das Boot müsste eigentlich gut stehen. Na komm, Geralt, lass gut sein. Aber ich schätze mal, das ist diese größere Insel. In der Richtung sind wir schon letzte Folge am Anfang hingesegelt, weil ich da einfach mal ein bisschen schauen wollte, was es da so gab. Können wir eigentlich auch mal direkt gucken, ob wir hier noch ein paar Fragezeichen auf dem Weg mitmachen können. Ja, aber eigentlich nichts Spannendes. Das hier können wir noch mitmachen. Bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die Quest.
höre schon auf jeden Fall ein paar ungute Geräusche. Es gibt mir auch immer wieder diese Valheim-Flashbacks mittlerweile. Wachter Schatz. Okay. Ein Wasservibe. Da muss ich mich auch mal informieren. Gehört ja zu der Gattung der Ertrunkenen, dachte ich mal. Was ist denn das hier? Nekrophagenöl. Ja, das schmieren wir mal kurz drauf. Wer weiß, wie stark das Ding ist. Feuer wird es auch nicht unbedingt mögen. Boah! Wie immer ist Gwen das beste Zeichen. Oh, warum haut denn das so drauf? Wasserweiber. So. Nicht schlecht, Herr Specht. Ganz schön zäh, das Ding. Gut, weiter zur Reuseninsel. Jetzt nochmal gucken, wo wir hier hinsegeln. Also am besten, ja, hier so durch diese Schneise ein bisschen mehr nach links. Aber dann müsste es passen. Oder ist es nicht hier sogar? Es muss doch hier sein. Weil hier sehe ich doch diese Insel, wo wir das letzte Mal hingesegelt sind, oder? Mit diesem Torbogen. Na? Doch, das ist die. Und etwas weiter links müsste dann die Reuseninsel mit diesem tollen Turm sein. Ich bin ja mal sehr gespannt auf die Insel, weil die auch so verlassen hier auf dem... Oh, hallo. Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Sagen wir einfach, es ist das magische mittelalterliche Telefon. Aber warum geht es nur in eine Richtung? Keine Ahnung. Und da sehe ich doch auch schon wieder ein Wasservibe oder sowas. Oder... Wie hießen die Dinger nochmal? Moderhäute? Ja, da ist die Reuseninsel. Ich hoffe wenigstens, dass wir hier einen Schnellreisepunkt bekommen. Was sind das für Dinger? Moderhäute. Wer schreit hier? Okay. Ich dachte, hier wäre nichts mehr. Ein Turm voller Ratten. Funktioniert der Xenogloss? Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Mist. Was hast du gesagt? Es gibt immer Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Fuck. Dass die Dinge auch immer explodieren müssen. Okay. Wir haben es auf jeden Fall schon mal an Land geschafft. So halbwegs. Ich würde vorschlagen, wie immer, in diesem Let's Play, das Wichtigste und das Erste ist natürlich, ja, ihr habt es erraten, kleine Meditation und ein bisschen den Tank aufmachen. Oh, ja, das sind diese Moder heute, aber relativ coole Gegner, weil die nicht so viel können. Man muss halt nur sehen, wenn sie explodieren, dass man nicht in der unmittelbaren Umgebung steht. Jetzt zum Beispiel. Also mit eigentlich die pflegeleichtesten Gegner bisher. Boah.
hört sich halt auch sehr schön an. Kann man gar nicht anders sagen. Okay. Naja, okay, sind noch mal mindestens 5, 6 von denen. Aber aller mindestens. Was gibt's hier unten? Sieht aber auch interessant aus. Oh, hier ist sogar so eine Art Dungeon. Und sogar ein kleiner Schatz. Okay. Wie sieht denn das hier aus? Hm. So ein griechisches Theater. Ah, und jetzt sind wir wieder mal bei den guten alten Ertrunkenen. Die dürfen auch nicht fehlen. Aber das ist halt auch hier so richtig Sumpf, Moor, Insel. Hast du nicht gesehen? Also so alle Gegner, die wir eigentlich kennen. Muss ich aber schon ganz schön durchschneiden. Na gut. Da drüben sind auch noch weitere Mode heute. Also das macht eine Gaswolke oder muss man die entzünden? Warte, versuche ich jetzt mal. Ah, Mist. Wumms. Okay, cool. Ja, ist ein bisschen umständlich im Kampf zu verwenden. Und vor allem, wenn Geralt das Ding um die halbe Welt wirft. Und das macht ihn nicht mal kaputt. Krass. Ah. Boah, weg. Mist. So. Junge, Junge, hier ist aber einiges los. Also ich glaube, so viele Gegner auf einmal haben wir auch noch nicht bekämpft. Die sind aber relativ okay. Also ich habe manchmal das Gefühl, die einfachsten Level sind immer noch die Hauptquests. Aber teilweise mal random in der Open World so einem Wesen zu begegnen, da sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Na, wie lange soll ich noch warten? Gut. Und hier im Wasser sind auch noch eine gewesen. Aber ich hoffe, wir müssen jetzt nicht alles davon angreifen. Ich meditiere nochmal. Wie, ist während des Kampfes nicht erforderlich? Sind jetzt nachgespawnt. Gut. Kannst dich hier nirgendwo ausruhen. Aber irgendwie spawnen meine Sachen nicht nach. Da stand auch was von wegen starker Alkohol.
Ja, du musst dich ja echt durchschlängeln. Ich häng mir deinen Kopf an den Sand. Jetzt langsam wäre mal so eine Schwalbe nicht verkehrt. Ah, perfekt. Boah, hasse ich Ghule. Dumme Gegner. Denk nicht dran. Bums. Ja, einer hat das sogar überlebt. Das ist lächerlich. Nee, hat er nicht. Okay. Boah, so langsam könnte ich aber mal so eine Schwalbe oder sowas gebrauchen. Ich würde auch mal zum Morgengrauen meditieren. Starker Alkohol fehlt. Ja. Okay, kann ich den kurz herstellen? Nee. Das ist jetzt so, Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Weil hier halt auch so unmenschlich viele Monster rumschlafen. Zwergenschnaps? Ist das starker Alkohol? Ja! Oh mein Gott, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und hier ist auch... ein Turm voller Ratten. Boah, diese Mistschlammbomben. Wir müssen auf jeden Fall auch Gwen leveln. Bei den Fertigkeiten. Da gibt es nämlich auch so ein paar Sachen, die man mit Gwen noch machen kann. Dass das zum Beispiel dann explodiert und den Gegner ja lähmt oder so, wenn das Schild quasi kaputt geht. Da müssen wir auch noch ein paar Sachen machen. Also aktuell ist mir das noch ein bisschen zu schwach. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir auch die ein oder andere. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Will er nicht? Da lässt er mich nicht ran. Na gut, dann erstmal umschauen. Irgendwie kann ich die Lampe auch nicht benutzen. Oder? Geralt will sie nicht rausholen.
Doch, jetzt. Hey. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt. Au. Nein, bleib zurück. Verlass mich nicht. Bleiben wir mal bei der Lampe, dass die draußen ist. Und die Musik, die ist so episch schon wieder. Und der Ausblick von hier? Ah, man sieht nicht so viel, aber vielleicht weiter oben. Verschlossen? Warum verschlossen? Was ist denn hier die Idee von der Quest? Ist verdammt heiß. Was? Ah gut, vielleicht ist hier auch der Eingang. Ja. Ah nein. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen. Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will gar nicht wissen. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Hier liegt er, mausetot, der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer, verteilt sein Blut und seine Scheiße überall, hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht, hätte wer leiden müssen. Er ist nicht der Einzige, die Söhne können für ihn leiden und die Tochter nach oben. Da geklopft. Blut. Wir haben viele ihr Leben gelassen. Wow. Was ist mit dem Kronleuchter? Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze und der Gestank. Okay, also man hat ja auf jeden Fall die Ratten freigelassen. Warum man die auch immer aufbewahrt? Fragen über Fragen. Dann mal weiter nach oben, würde ich sagen. Hier war, glaube ich, verschlossen, kann das sein? Ja, das war die Tür. Hey. Was ist hier passiert? Fang
nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Was ist hier passiert? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Aha. So also. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Tagebuch des Magiers. Alexander, Teil 2. Wie gesagt, wer sich das durchlesen möchte, ich werde es jetzt mal hier so einblenden. Und hier die Sachen, die lese ich mir einfach mal so durch. Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Okay, krass. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum.
Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte, sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Fuck. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von ihr. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings... ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr.
Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Hm. Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Hm. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Flugs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Okay. Ein Turm voller Ratten. Tagebuch des Magiers. Interessant, was hier los ist. Hier wurde experimentiert an Menschen, aber auch irgendwie nur so mit Halbwissen. Ah. Ich glaube, hier in dem Turm haben wir erstmal alles gesehen. Außer die Truhe. Sehr krass. Was geht hier ab? Also jetzt mal wirklich. Wo ist denn hier der Ausgang? Hier sind wir doch rein, durch die Tür. Ne, hier geht's in den Keller. Ah, ne, hier war's. Ja, ja, okay. Gut. Na dann. Suchen wir mal diesen Geliebten. Oh, die Quest geht ganz schön lange. Oh, ich bin wieder bepackt, sehe ich gerade. Da muss ich wieder mit Trick 17 arbeiten. Da muss wieder mit Trick 17 gearbeitet werden. Zumindest bis zum Schnellreisepunkt. Ist es eigentlich im Erzdorf? Ja, tatsächlich. Weil das war ja das Fischerdorf, wo... War hier nicht auch ein Gwyn-Spieler? Gut, dass wir schon so einige Orte hier mittlerweile entdeckt haben. Spart dann doch einiges an Herumreiserei. So. Gefragt, wie ich meinen Lass Sohn es bin mal gespannt, wie der sich jetzt fühlt. Hat sie mir ein Amulett gegeben. Das sollte seinen Durst stillen. Und? Hat's geklappt? Er hat es am nächsten Tag gegen einen Hund und Hund eine Begräbnisstätte der Elfen in den Höhlen bei Mittlein. Und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Du siehst aber gar nicht gut aus. Der
Teufel aus der Eifel. Danke. Du hast einen Kampf. Das bedeutet weniger Ruhe für dich. Hast du schon mal auf dem Stromsee gefischt? Nein, ich hab's auch nicht vor. Sachen erzählen sich die Leute über den Ort. Nachts hört man höllisches Heulen und Ächzen und es stinkt eine Meile weit nach Schwefel. Graham, lass mich rein! Ich hab gesagt, ich will... Aha, Graham. Du musst... Lass mich in Ruhe! Jetzt hier ein Hintereingang. Auf jeden Fall sind ja Nilf gerade überall. Ich würde mal kurz gucken, wegen Character-Leveln. Ah, wir haben auch einen neuen Slot hier freigeschaltet. Ja, entweder machen wir Gwen oder Axi, aber ich würde fast schon sagen, wir gehen erstmal auf Axi. Wo ist denn Axi? Oder halt erstmal Gwen. Explodierender Schild, genau. Wir haben halt auch so viele Punkte, wir können die gar nicht alle einsetzen. Oder vielleicht noch mehr halt hier die Sachen. Ich denke mal, wir machen erstmal die Axi-Option. Da müssen wir auch nicht alles reinsetzen. Machen wir mal 2 Punkte rein. Machen wir hier diesen explodierenden Schild. Gut. Also, was ist mit dem Graham hier? Wenn ich euch das mal zeige, wenn ich jetzt... Nee, wir waren das. Schutzschild. Gut, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war. Zeige ich euch später. Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab hier... Wer bist du? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich... Ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle... Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht.
Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber... Unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht. Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Okay, sind wir hier fertig? So aus. Was machen denn die Nilfgaarder hier? Fuck! Sieht nach Regen aus. Fuck. Ein gewöhnlicher Geist. Sie ist eine Pest. Und jetzt ist sie frei. Na gut. Ein Mädchen und geflochtene Blumen. Sieht aus wie ein kleiner Schrein. Die Ratten sind auch wieder hier. Ja gut. Was soll ich euch sagen? Das ist jetzt blöd gelaufen. Ich schmeiß mal irgendwas gerade aus dem Inventar. Irgendwas ist zu viel wieder. Hier, dieses Schwert. Weg. Das Ding. Weg. Da. Ja, vor allem so diese Rüstung. Die sind immer so schwer, fällt mir gerade so auf. Eieiei, die hat ihn einfach jetzt gekillt. Kennt ihr nix. Na toll. Eine ziemlich lange Quest mit einem ziemlich, naja, tragischen Ende. Ich weiß es gar nicht. Was ist jetzt so plötzlich passiert? Ich gehe mal zu Keira. Und wir schauen mal, was sie dazu sagt. Beziehungsweise, ja. Ist echt schade, dass Keira keinen Schnellreisepunkt vor ihrer Nase hat. Na gut. Das Laufen macht ja schlank.
Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabelle, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pesta. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Na gut. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Okay. Damit haben wir diese Quest wohl abgeschlossen. Ah, der schönste Sound in diesem Spiel. Eingefallen unter Freunden. Der Weidler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesem Wesen schützen. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe vergilt. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weidler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Okay, das Ahnenfest. Ja, es geht direkt weiter mit der nächsten Quest. Da wird sie ja direkt belagert. Ich würde sagen, das schauen wir uns alles in den nächsten Folgen an. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Auch die heutige Folge ist ein wenig länger geworden als sonst. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.